Ein monumentales Hallo an alle Make-up-interessierten Kreaturen und an alle, die es vielleicht unter Umständen werden möchten. Hä? Die verständliche Version, bitte. Hi, mein Name ist Micky Monumental, Make-up-Artist und Beauty-YouTuber aus Österreich, aus Wien. Willkommen auf meinem nicht gesponserten, rabattcodefreien Beauty-YouTube-Channel. Voll geil. Falls ich etwas funky klinge oder besser gesagt nasal, ich war letzte Woche krank, ich bin zu 99,99% wieder fresh und da, aber ich bin noch ein bisschen nasal. Anyways, du weißt, was jetzt kommt. Hast du heute genug Flüssigkeit zu dir genommen? So, und natürlich klackert die Jalousie im Wohnzimmer gegen die Fensterrahmen. Scheiß Dreck, Verlangter. So, ich glaube, jetzt sollte es einigermaßen still sein. Falls man komische Geräusche im Hintergrund hört, es ist mitten in der Nacht, es stürmt draußen, es kommt wahrscheinlich ein Gewitter. Ich hoffe, weil es ist freaking heiß und ich habe alle Fenster zu hier, weil sonst könnte ich nicht filmen. Das im Wohnzimmer ist offen geblieben, weil sonst drehe ich halt durch vor Hitze und Scheinwerfer und so halt Mitleid, okay? Also falls man komische Geräusche hört, sie kommen aus dem Wohnzimmer, das geschissene Fenster ist gekippt, das will ich damit sagen. Ach so, ja, wir knallen uns hier mal was auf die Lippen und auf die Fresse. Nehmen wir mal wieder den Babyroller von Trend It Up, war ein saugeiles Produkt und selbstverständlich hat es Trend It Up aufgelassen, wissen wir doch. Saugeil, ich kann es nicht oft genug sagen. Die alten Trend It Up Produkte. Happened. keine Ahnung. Achso, ja, das Ding, bevor es abläuft. Oder ist es schon abgelaufen? Es läuft mit diesem Monat ab. Es riecht noch gut. Kann man das eigentlich auch? Gut zu wissen, ich werde die Flasche dann behalten. So, legen wir los, oder? Wie lange ist es her, dass ich das letzte Verbraucht-Video gedreht habe? Ich werde es hier einblenden, ich weiß es nicht mehr. 2, 3 Monate? 4 Monate? 3 Monate auf jeden Fall, glaube ich. Das wird heute das extremste Verbraucht-Video auf meinem Kanal ever werden, weil ich kriege die Box gar nicht mehr zu. Könnt ihr das sehen? Also der Thumbnail von dem Video ist echt, der ist nicht gefotoshoppt. Das ist meine Verbrauchtbox und sie ist freaking voll. Boah. Ich freue mich auch richtig, die Sachen endlich wegschmeißen zu können, weil ich habe mich so an denen satt gesehen, an dieser Box. Es fühlt sich direkt befreiend an, heute dieses Video zu filmen, damit ich diese Scheiße endlich entsorgen kann. Das heutige Video wird ein bisschen eine Art Experiment werden. Ich werde was machen, was ich sonst eigentlich eher nicht mache. Ich bin gespannt, wie es ankommen wird. Also schreib sehr gerne in die Kommentare, was du davon hältst. Falls du es gemerkt hast, ich bin ein leidenschaftlicher Cutter. Ich liebe es, meine Videos. Also meine Videos sind sehr schnell geschnitten. Ich schneide sehr viel. Ich zoome rein, ich zoome raus, ich blende ein, blablabla. Lass ein Like da, Alter. Ich liebe das und ich weiß, es ist für den Zuschauer auch cooler, wenn mehr Sachen passieren. Boah, voll geil. Allerdings, dieser Prozess, dieser Schneideprozess dauert mich stundenlang. Und das ist mitunter auch ein Grund, wieso ich nicht so viele Videos hochladen kann, wie ich wollen würde. Weil das Schneiden einfach so lange dauert. Und ich an gewissen Videos manchmal auf 2, 3 Tage verteilt sitze, weil ich kann nicht 8 Stunden am Stück. Jetzt fährt ein scheiß Motorrad vorbei, eh klar. Was ich damit sagen will, ich werde dieses Video heute, sobald ich anfange, die Sachen aus der Kiste zu holen, werde ich nicht schneiden, ich werde einfach laufen lassen. Erstens, das Video wird so länger und ich weiß, viele von euch stehen sich ja extrem drauf, ich auch. Ich gucke auch lieber längere Videos als wie nur 10-15-minütige. Ich mag es auch, mich hinzusetzen, irgendwas zu futtern und einfach laufen zu lassen und irgendwer labert da. Ich das mag, genau wie du. Deswegen, habe ich jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte, damit das Intro nicht wieder so ewig lang dauert. Ich werde dieses Video so filmen und ich habe eine Videoreihe vorbereitet, die ich eigentlich auch so filmen wollte. Sprich, ich kann einfach mehr rausknallen,
Schreib in die Kommentare, wie viel, wenn du das Video zu Ende geschaut hast, schreib in die Kommentare, merkst du überhaupt einen Unterschied, wenn ich mehr schneide oder weniger schneide? Auf jeden Fall, wenn ich weniger schneiden würde, könnte ich mehr Videos filmen und hochladen und nicht Stunden verscheißen damit. Also ich werde das jetzt ein bisschen testen, mal schauen, wie das generell ankommt. Vielleicht bin auch nur ich der Freak, der das merkt, oder vielleicht sind meine, ich weiß nicht. Oft habe ich das Gefühl, ich filme Sachen, die mir so wichtig sind, die im Endeffekt eh keiner sieht oder versteht oder so sehen will, wie ich sie sehe. Und ich denke, ich habe Stunden verschissen und keiner checkt das. Lass ein Like da, oder? Deswegen werde ich das, wie gesagt, jetzt ein bisschen mehr ohne Schnitt machen und einfach laufen lassen. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, oder? Weil du bist nicht behindert. Danke. So, das erklärt, fangen wir an mit dem Scheißvideo. Ja, ich war ein Weilchen weg mit Verbrauchtvideos. Also ich habe sehr lange kein Verbrauchtvideo. Jetzt werde ich das alles hier verschieben und umschmeißen, oder? So, passt schon. Ich war sehr lange. Ich habe sehr lange kein Verbrauchtvideo mehr hochgeladen. Deswegen ist auch dementsprechend viel zusammengekommen. Aber nicht nur, weil ich regulär einfach Sachen verbraucht habe wie andere Homo sapiens. Nein, ich bin ein Freak, du weißt, ich bin ein Monster, Opfer, Konsument, mehr ist mehr und deswegen ist verdammt viel Scheiße zusammengekommen. Falls du neu auf meinem Kanal bist, das hier ist nicht normal, diese Menge hier ist nicht normal, das braucht kein Mensch, kein Mensch, eh klar, muss so viel Zeug verbrauchen, also. Ich arbeite in der Kosmetikbranche, ich bekomme sehr viel, ich kaufe auch sehr viel ein, weil ich Sachen sehr viel günstiger auch bekomme. Ich bekomme Firmengeschenke, ich bekomme Geschenke von Freunden, also Freunde schenken mir immer Beauty-Produkte, weil sie wissen, ich liebe den Scheiß. Also es kommt bei mir an allen Ecken und Enden zusammen, weil ich ein Freak bin und weil ich in der Kosmetikbranche arbeite. Also das ist, glaube ich, auch eine wichtige Info. Außerdem, ich weiß, es ist ein bisschen verschwenderisch, aber ich habe die letzten 2, 3 Monate oder so auch ein bisschen mehr Gas gegeben, um gewisse Produkte einfach zu verbrauchen, die schon zu lange gestanden sind und eh unter Umständen wahrscheinlich ablaufen würden oder weil ich sie nicht mehr haben wollte oder weil sie nicht gut waren. Also ich habe allgemein wirklich mehr als wie sonst Gas gegeben und viel mehr verbraucht und viel mehr verwendet, damit einfach Sachen wegkommen auch, weil das wird wahrscheinlich einige von euch da draußen schocken und mich auch und mal schauen, ob ich es auch aushalten werde. Aber ich will allgemein weniger Bodycare, Pflege, Produkte kaufen. Dein Ernst? Irgendwie mit der letzten Welle an Duschgels habe ich irgendwie das Interesse ein bisschen dran verloren, muss ich gestehen. Ich habe immer viel Zeug im Kasten gehabt und in Boxen und ich habe immer von Limited Editions verschiedene Sachen gehabt und immer gebunkert und immer auf Backup und bla bla bla. Nicht, dass ich nicht mehr Sachen auf Backup kaufen werde, aber jetzt gerade bei Duschgels, ich habe es irgendwie satt, 50 Flaschen von irgendwas auf Backup zu haben. Es kommt eh ständig was nach. Es ist ständig irgendeine Limited Edition von irgendeinem Fahrduschgel im DM im Sale. Es kommt eh ständig was. Und ich muss auch gestehen, was mir auch ein bisschen geholfen hat, diese Entscheidung zu treffen. Viele von den limitierten Duschgels von den letzten Jahr oder von den letzten 2 Jahren haben mir auch gar nicht gefallen. Irgendwie muss ich, habe ich, ich habe diesen Reiz an Limited Editions Duschgels verloren. Ich habe das Gefühl, die sind nicht mehr so geil wie früher. Vielleicht bilde ich mir das ein oder. Nein, ich bilde mir das nicht ein. Ich finde, Limited Edition Duschgels sind nicht mehr so heiß und so interessant und so mega cool und wow wie früher. Also die letzten Editions, die ich diese letzten 2 Jahre oder die ich in meinem Müllerjahr jetzt von letzten bis diesen Jahr gekauft habe, haben mir alle irgendwie nicht so wirklich den Kick gegeben. Und irgendwie hatte ich auch oft den Fall, dass ich Sachen auf Backup gekauft habe, per Bauchgefühl, die mir dann irgendwann einmal doch nicht gefallen haben und die wirklich gut gewesen wären. Die wiederum habe ich nicht auf Backup gekauft, deswegen dieses auf Backup Duschgels kaufen und Bodylotions und Peelings. Ich hab's ein bisschen satt. Geldverschwendung. Und
Ich sammle so viel, ich habe so viele Hobbys, alles Mögliche, was ich sammle. Ich brauche nicht einen Kasten mit 50 Duschgels, 50 Bodylotions, 50 verschiedenen Peelings. Ich bin irgendwie von dem Trip gerade runter. Das heißt nicht, dass es für immer ist. Vielleicht komme ich wieder mal dorthin, wenn ich irgendwie geile Sachen sehe und finde, die ich haben muss. Aber ich werde mir sehr wohl meine Lieblingsprodukte, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel das Soap and Glory Peeling oder das Dove Peeling, Sachen, die ich liebe, werde ich mir schon mehrfach auf Backup kaufen, weil ich die, wie soll ich das jetzt sagen, dass es klüger ist. Das, was ich kenne und wo ich weiß, dass es gut ist, werde ich mir weiter auf Backup kaufen, weil ich weiß, dass es gut ist und dass ich es mag. So Sachen, die im Sale sind oder Limited Edition Sachen, wo ich einfach im Schädel das Gefühl habe, ich verpasse was, wenn ich sie nicht mehrfach kaufe und das könnte so geil sein und dann kann ich es nie wieder nachkaufen. Damit will ich aufhören, weil es gibt mir einfach nicht mehr den Kick. Die Sachen, die ich auf spontan per Bauchgefühl auf Backup gekauft habe, haben mir im Endeffekt dann doch nicht so gut gefallen. Und bei so vielen Sachen, die im Badezimmer stehen, ich habe sie dann eigentlich nur verwendet, damit ich sie leer bekomme. Das war jetzt eigentlich die letzten 2 Jahre habe ich das jetzt öfter gespürt, dass ich gewisse Sachen verbrauche, dass ich gewisse Sachen gerade verwende, weil ich sie verbrauchen will, damit ich sie einfach verbrauche, damit sie einfach leer sind. Nicht, weil ich sie so geil finde, ich will sie einfach nur verbrauchen. Und ja, habe ich das jetzt gut erklärt? Das war jetzt verdammt viel Blablabla, ich weiß, aber vielleicht, das ist meine aktuelle Einstellung zu jetzt spezifisch Drogerie, Krempel, Körperpflege und so halt. Legen wir los. Ich werde das so gut es geht versuchen, in der Reihenfolge zu machen, wie ich die Produkte auch im Badezimmer verwenden würde. Also sprich vom Dusch, vom Waschen angefangen bis zum Schluss, bis zum Finalisieren mit einem Setting Spray oder Haarspray oder wie auch immer. Und ja, legen wir los. Duschgels. Das war eine Geschichte, die ich gekauft habe, weil mich die Verpackung einfach angesprochen habe. B.Fresh. Das klang einfach gut. Es hat im Regal für mich rausgestochen. Schwarze Verpackung. Wow, nicht schlecht. Limettengrüner Deckel. Ja, es riecht noch. Was war da nochmal für ein Scheiß? Prickelndes Eukalyptus Detox Duschgel mit Aktivkohle und Weinrindeextrakt. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber es hat weder geprickelt noch gekühlt. Es hat gerochen und es riecht nach Zahnpasta irgendwie und es war von der Konsistenz her auch so ein bisschen wässrig, also nee, also kaufe ich nicht nach, also da, nein, also es hat mich nicht erfrischt und es hat mich nicht Detox gemacht und es war nicht genug Eukalyptus drin oder Minze oder was weiß ich was, um zu kühlen, also denn das hiervon habe ich auch noch eine andere Sorte irgendwo rumkugeln. Ich habe mich gefreut wie ein Bimbo, wo ich das gefunden habe, weil drauf gestanden ist Shower Oil und das ist ein 400 ml Shower Oil und das war, ich weiß nicht mehr, 1,99, 2,99 auf jeden Fall für ein Duschöl, fand ich das sehr billig und es war ganz gelb eingefärbt, dass es ausgeschaut hat wie ein Öl. Im Endeffekt, das war einfach ein Schauergel. Ich weiß nicht, wo hier das Öl versteckt sein soll, weil Duschöl, mit Duschöl denke ich an das hier. Das ist ein sehr gutes Duschöl von Nivea. Es ist eine kleine Flasche, die 5 Euro kostet, aber es ist wirklich gut. Es fühlt sich ölig an. Beim Abspülen wird es dann so weiß, so milchig. Und ich habe mir gedacht, das wird so wie das sein. Aber es ist größer und ist billiger. Nein, hier war kein Öl drin. Ich weiß nicht, wo das Öl hier drin versteckt war. Es ist einfach nur ein Duschgel gewesen. Und irgendwas mit diesem Geruch hat mich auch dann so total abgeturnt in der Dusche. Ich schwöre bei Gott, ich habe irgendeinen von diesen, ich habe im Klo stehen, diesen, auf der Wand kleben, diese kleinen Dosen, ihr wisst schon, dieses Air Refreshener, wo man dagegen drückt und das macht. Ich schwöre bei Gott, ich habe irgendeine Sorte Wiesenblüten oder Frühlingswäsche, irgendeine von diesen Sorten, die ich als Raumspray im Klo habe. Er riecht genauso wie dieses Pseudo-Duschöl. Und immer, wo ich mich damit geduscht habe, musste ich an Klo denken. Pfui! Und dann habe ich auch 2 Stunden in meiner Fantasie auch nach Klo gerochen und ich war dann sehr froh, wo das leer war. Dieses Duschgel hier, das Soleil, wie heißt das noch einmal? Das ist ja so bekannt.
Soleil de Janeiro, ich glaube, das kennen wir alle, vor allem diese Boom Boom Cream ist so beliebt. Das Duschgel war echt gut, also es war schon dickflüssig, auch so dunkelgold irgendwie gefärbt. Tolles Dufterlebnis. Allerdings ist das hier nicht unbedingt das günstigste Duschgel für den Alltag. Also ich glaube, ich würde es mir irgendwann einmal wieder kaufen. Ich glaube, ich würde es mir wieder mal gönnen, weil der Geruch und die Textur mir wirklich gut gefallen hat. Aber was kostet das Ding? 17, 18 oder 20 € mittlerweile schon. Ist ein bisschen zu expensive, weil ich verbrauche es wie jedes andere Duschgel. Also es ist nicht ergiebiger als wie die anderen. Es riecht halt besser, aber es ist genauso schnell leer. Also es ist schon expensive für den Alltag. Aber war prinzipiell, wenn du dir ein bisschen ein teureres Duschgel kaufen willst, ist es echt gut. Diese Dinger hier, hier muss ich gestehen, hier hat mir die Verpackung sehr gut gefallen. Also ich habe dem Regal stehen gesehen. Jean und Leon, ohne Gedöns, irgendwas Deutsches halt. Hinten sind doch die zwei Typen abgebildet. Ich glaube, wo ich den Haul gedreht habe, habe ich die auch markiert, haben natürlich nicht reagiert. Creme, das eine war mit Hafermilch und Kokos, das andere war Mango, Avocado und das war Arganin und Feige. Ich glaube, das Mango, ich bilde mir an, das Mango war am besten, aber es war jetzt nichts Aufregendes, es war jetzt nichts. Hier, es ist einfach irgendein Limited Edition, es könnte sonst was sein, es könnte sonst irgendein Fahnen, Palmolive. Ich habe hier einfach von diesen Geschichten keinen Kick bekommen. Also das war nicht so, oh, ich kaufe mir das jetzt sofort nach, weil es so geil war. Nein, es war einfach ein Duschgel. Jedes andere hat nichts anderes mehr, weniger gemacht. Und es war so, es war einfach. Na. Dann, weil ich ja ein bisschen kränklich war, ich war verkühlt. Boah, voll geil. Deswegen habe ich das hier verwendet. Das Tetesept, wow, das Tetesept Erkältungsduschgel, oder? Ja. Oh, wow, ich habe zwei. Eins ist wahrscheinlich davon älter. Eins heißt Erkältung und eins heißt Erkältungszeit. Aber ihr alle kennt sie, dieses, das ist so dunkel, nicht dunkel, das ist so blau-grün gefärbt. Oho. Eukalyptusöl, volle Kanne. Schau, die haben die Kommunikation verändert. Früher hieß es einfach nur. Ich weiß gar nicht mehr, was alt ist, aber auf einem steht Eukalyptusöl und auf dem anderen steht Eukalyptus und Minzöl. Mal so, mal so. Die drehen das auch hin und her, wie es ihnen gerade passt. Anyways, es ist, glaube ich, altbekannt, bewährt. Das verwende ich ganz gerne, wenn ich krank bin, was selten der Fall ist, aber sowas würde ich mir nachkaufen, weil ich kaufe es mir mit Sinn. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe auch einen Haul, den nächsten Haul stehen, wo ich das auch nachgekauft habe, weil wie gesagt, ich kenne es, es ist gut und wenn ich wieder mal krank bin, ich hoffe nicht bald, habe ich dieses Duschgel im Kasten. Und Leute, es ist so heiß. Dann, ich glaube, das war ein Schulungsgeschenk vor sehr langer Zeit und das, nein, oder? Doch, ich glaube, das war ein Schulungsgeschenk. Das ist von Sisley Eau de Campagne das Phyto-Duschgel, ein sehr, sehr teures Luxus-Duschgel. Ich mag Sisley allgemein als Marke und ich mag auch die Eau de Campagne-Linie. Ich habe den Duft davon, ich habe das Öl und die Seife auch irgendwo und ich habe. Verzeihung, bitte. Ich habe das Duschgel auch sehr, sehr gerne verwendet, aber ich. Was kostet das? Ich glaube, 50 €. Es ist ein sehr teures Duschgel und ich habe das von irgendeiner Schulung irgendwann mal bekommen. Ich habe es gerne verwendet und verbraucht. Es kam mit einem Spender, ging easy cheesy, aber ich weiß nicht, ob ich mir das zum Vollpreis kaufen würde, weil im Endeffekt das ist es ein Duschgel für einen 50er. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das habe ich geschenkt bekommen von Acqua di Parma Colonia. Das war eine Seife in Puderform für zum Händewaschen, oder? Ja. Oder für den Körper oder wie auch immer. Ich glaube, für die Hände. Hat sehr gut gerochen. Also, ich glaube, das werde ich auf die Seite tun, weil ich will mir anschauen, was das kostet. Zwecks nachkaufen. Das war eine Pulverseife, so. Super ergiebig, hat super gut gerochen, hat sich super gut angefühlt, also wie so eine pulverisierte, stark parfümierte Seife. Das lege ich auf die Seite, weil ich will checken, was das in Original kostet. Vielleicht kaufe ich mir das nach. Es war ergiebig, es hat gut gerochen und sich gut angefühlt.
Dann von Aqua di Parma, das war auch ein Geschenk. Da habe ich verbraucht, das war ein Duo, das war Soap Mani alla Colonia Handwash und Handcream. Handwash habe ich verbraucht, war absolut okay, jetzt nicht so spannend wie die passierte, pürierte, pulverisierte Seife. War 0815 Handwaschmittel, war okay. Die Handcream hat mir gar nicht gefallen, ich glaube, ich weiß nicht, maximal ein Zentimeter fehlt hier, also das Ding ist voll. Mir hat die Konsistenz nicht gefallen und der Geruch dann im Endeffekt auch nicht. Das wird eine Freundin geschenkt bekommen, also das wird selbstverständlich nicht so wie das weggeschmissen. Da ist noch sehr viel drin, das schenke ich weiter, also das ist, glaube ich, eh klar. Das war in irgendeinem Müller-Hall, habe ich final verbraucht. Ich glaube, das habe ich zweimal gekauft, schieß mich tot. Würde ich mir wieder nachkaufen. Ja, definitiv. Das Tabak-Duschgel, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich mag Tabak, ich mag den Duft von Tabak. Es ist für mich oldschool, aber sehr klassisch, maskulin oldschool, nicht Grandpa oldschool. Und hin und wieder gibt es die 400 Milliliter in Aktion im Müller. Ich glaube, das war damals 6,99. Ich glaube, das ist ein guter Deal. Und das würde ich mir wieder nachkaufen. Irgendwo ist noch eine Handwaschseife, die wird schon wieder auftauchen. Wow, diese Dinger hier, habe ich da noch irgendwo? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht taucht noch irgendwo eins auf, oder? Oder auch nicht. Die Cores Duschgels, prinzipiell ja, vor allem wenn sie in Aktion sind in der Doppelpackung. Das habe ich schon, davon habe ich mehrere gehabt und schon in ein paar verbraucht Holz oder in den zwei letzten auch, glaube ich, gezeigt. Die Cores, was war das noch einmal? Guave fand ich gut. Kokos war okay. Und das andere war Grape. Santorini Grape. Nein, ich glaube, die Santorini Grapes haben mir am besten gefallen. Also ich würde auf jeden Fall nächsten Sommer, wenn das wieder in der Schütte in Aktion ist, zwei zum Preis von einem, die Santorini Grapes kaufen, weil die haben mir gut gefallen. Und eines davon, da habe ich auch mehrere gekauft, weil ich mir gedacht habe, das muss so geil sein. Trottel. Das war im TK Maxx, das war Pistazie und die kannte ich von Müller nicht. Das war irgendwas Altes oder irgendeine Limited Edition und weil ich Pistazien liebe, ich habe mir das halt in der Hoffnung gekauft, dass es mir diesen Pistazien-Kick gibt, aber das hat so, na, das war so mehr so Mandelreis, irgendwas. Nicht schlecht, aber nein. Nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Noch eine Handseife. Das war auch ein Geschenk. Das war von Jean Melon, London, Lime, Basil, Mandarin. War eine sehr gute, hat mir ehrlich gesagt auch besser gefallen. Im Vergleich zu Aqua di Parma Handwaschseife hat mir die von Jean Melon besser gefallen. Also der Pumper war besser und die Textur von dem Produkt und Dufterlebnis war auch besser. Geschenkt bekommen, sowas habe ich nicht gekauft. Das ist, wow, das nimmt auch so viel Platz weg. Machen wir mal das. Das war auch in irgendeinem Müller-Hall. Dieses Trio habe ich endlich verbraucht. Naja, nicht ganz. Das ist eine australische Marke, die es, glaube ich, bei Müller gibt oder nur bei Müller gibt oder irgendwie so. Bondi Sands, the Australian Turn. Das ist wie eine Art After-Sun-Pflege oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich habe es mir eigentlich gekauft, weil der Geruch mir nur gut gefallen hat und die Verpackung irgendwie im Regal auch so für mich rausgestochen hat, weil so blau ist selten, oder? Auf jeden Fall, es war so kokosnussmäßig. Das Duschgel war 500 Milliliter mit Spender, fand ich cool, habe ich verbraucht, würde ich mir vielleicht auch wieder nachkaufen. Peeling war super interessant, allerdings ein bisschen zu teuer für den Mengen, fürs Mengenverhältnis. Kokosnuss und Sea Salt, Oil Free Australian, 250 Gramm. Ich fand die Verpackung nicht optimal, also es hat sich in diesem Verschluss oben immer urviel Sand und Peelingkörner gesammelt, logischerweise. Aber Geruch war toll, Textur war toll und es war oil-free. Und das ist auch etwas, wo ich dann auch gleich zu sprechen komme. Ich bin durch mit öligen Peelings. Und das hat mir gefallen, aber die Verpackung hat mir nicht gefallen. Es war umständlich. Gott, ich quatsch so viel. Was mir nicht gefallen hat, war die Bodylotion davon. Und 500 Milliliter, wow, 500 Milliliter Bodylotion, die hätte ich verdammt lange im Badezimmer noch stehen. Und ich habe mir gedacht, na, nee, Schwester, no.
Hier fehlen zwei Finger maximal, wird selbstverständlich nicht weggeschmissen. Das bekommt auch eine Freundin, kommt auf die Seite. By the way, Sachen verschenken tue ich angebrochen oder verwendete sehr ungern, weil ich es einfach nicht hygienisch finde und nicht korrekt, vor allem nicht an Fremde. Wo ich aber kein Problem damit habe, ist, wenn die Sachen in Tuben sind oder eben mit Spendern. Also wenn irgendwas so offen ist, wenn man Finger reinsteckt, sowas verschenke ich nicht, sowas finde ich grindig weiterzugeben. Ja, okay. Nein, eigentlich nicht. Sachen mit Spendern finde ich okay, weil ich hatte keinen direkten Hautkontakt damit, deswegen soll das jemand bekommen. Wow. Soll das jemand bekommen, der sich darin freut oder dem das schmeckt? Haben wir noch Duschgels? Definitiv das letzte, auch so eine Geschichte, die ich mehrfach gekauft habe und dann bereut habe. Ja, das war von Davidoff Run Wild. Das Duschgel, das war im Sale. Ich habe es 5, 6 Mal gekauft. Ich weiß nicht, in irgendeiner Müllerhalle ist es noch zu sehen. Und ich habe mir gedacht, ja, aber hier irgendwas mit Pistazie soll hier drinnen sein. Pistaziencreme, Pistazienbutter, Pistaziengelee, ich weiß es nicht mehr. Das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt und das Mal davor. Ich verwende Waschmittel für meine Wäsche von der Firma Weißer Riese und das hier riecht nach Weißer Riese. Und immer wenn ich mich geduscht habe, habe ich an das Waschpulver denken müssen und das war auch ehrlich gesagt ein bisschen abtönend. Dann zwei Favoriten, die immer dabei sind, auf sowas zum Beispiel, also sowas meine ich mit Backup nachkaufen. Das Alverde Duschgel Mango Feige, ich liebe es, es ist happy, es ist billig, es ist gut, es riecht gut, es macht mich fresh. Ich mag die Vibrations, die ich von diesem Duschgel bekomme. Und das Balea Medizin 5,5 neutral, das habe ich auch schon so oft gesagt. Hin und wieder habe ich keinen Bock auf Dufterlebnis, Duftorgasmus in der Dusche und dann verwende ich sowas ohne alles. So, das sind so zwei Duschgels, die ich immer wieder nachkaufe und die ich auch immer wieder nachkaufen würde. Duschen wir uns immer noch oder wie ist das? Das waren Samples, das waren Luxusgeschenke. Ich glaube, das kann man in voller Größe auch gar nicht mehr nachkaufen oder das war limitiert oder wie auch immer. Ich glaube nicht, dass man das in voller Größe nachkaufen kann. Von Giorgio Armani das Duschgel von C. Nicht etwas, worauf ich mich stehe, aber ich habe es geschenkt bekommen und ein Duschgel ist ein Duschgel. Also sehr süß, sehr Armani-C-lastig, wenn du dich darauf verstehst. Handseife, auch vor 100.000 Jahren einmal im Sale irgendwo gekauft. Ich glaube im Müller Naturshop. Sehr lange her. Vanille und Amber. War okay, ist ein Riesendrum, habe ich lange gehabt. Verbraucht. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr oder nicht mehr alle Sorten oder wie auch immer. Dann, glaube ich, kommen wir schon zu den Peelings, oder? Das hat mir gut gefallen. Siehst du, das muss ich auf die Seite geben, weil das will ich nachkaufen. Hoffentlich spreche ich die Marke richtig aus. Trackle Moon. Das gibt es, glaube ich, nur beim Müller, oder? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall gab es hier ein Rosemary Lemon Glow Peeling. Damn. Also ja, das will ich nachkaufen, das darf ich auf keinen Fall vergessen. Das war ein Peeling, ölfrei, hat mir sehr gut gefallen, war sehr günstig und hat fresh, lustig gerochen. Ja, mehr davon gibst du. Dann dieser Scheiß hier. Ich habe mich so über dieses Peeling gefreut, also ich habe es auch sehr in den Himmel gelobt und das möchte ich jetzt einmal alles stornieren. Das von Colistar, das Peeling. Erstens einmal, es ist unverschämt teuer. Die kleine Größe, die Kennenlerngröße, die normalerweise, glaube ich, ist es 600 Gramm. Die 300 Gramm gab es in Aktion im Müller. Und ich habe mir zwei gekauft und ich habe es dann so bereut. Die Proben, die ich bekommen habe, wir haben in der Arbeit davon Proben gehabt, so Briefe, so Samples. Und ich durfte mir davon ein paar nehmen. Und ich hatte die blaue Sorte und die blaue Sorte hat mir so gut gefallen vom Duft her. Das war auch so minzig, so kühlend, so erfrischend. Und ich weiß nicht, wieso ich das verschwitzt habe. Auf jeden Fall, das hier war nicht das Blaue, was in Aktion war, sondern das Rote. Gut, okay. Hätte damit leben können. Allerdings ist hier Kirsche ist abgebildet, also deswegen war es wahrscheinlich rot. Allerdings ist hier so viel Öl drin, das schwimmt in so viel. Da ist so ein fetter Ölfilm, das... Nee. Nee, Peelings, die in Öl schwimmen, ich mag das Gefühl auf meiner Haut einfach nicht mehr. Und in diesen Briefen, die ich gehabt habe, diese Probebriefe, die ich gehabt habe,
schieß mich tot, da war so wenig Öl drin, da war fast gar kein Öl drin. Auf jeden Fall, es war nicht so öllastig in dieser Probe. Im Original ist das so heavy oily und ich bin nicht trocken. Ich brauche das einfach nicht. Deswegen, nein. Kohl ist da viel zu teuer. Das Lustige ist, ich habe eben mit Kollegen darüber gesprochen. Ich glaube, also die 600 Gramm kosten bei Müller 50 oder über 50 und die 600 Gramm bei Notino, mein letzter Status war glaube ich 28 Euro, also wenn du dir das kaufen willst, informiere dich gut wo, weil die Preise variieren extrem. Ich kaufe den Scheiß nicht mehr, da ist mir einfach zu viel Öl. Peelings, die ich sehr wohl nachkaufen werde, meine Nase juckt. Peelings, die ich sehr wohl nachkaufen werde, weil sie mir fantastisch gut gefallen. Soap & Glory, ich bin so froh, dass es die Marke wieder in Österreich gibt, dass es die Marke wieder in Douglas gibt und dieses Peeling, love it, wird nachgekauft. Genau dasselbe wie das Dove Creme Peeling, Macadamia Reis, Milch, liebe ich, günstig, geil, wird nachgekauft. Beides Peelings ohne Öl. Ich glaube, das ist jetzt definitiv... Nein, ich habe keins mehr. Das Sparkle Skin Exfoliating Cream Peeling von Clinique, das ist jetzt anders verpackt, das ist jetzt glaube ich in einer grünen Büchse, in einer grünen Dose. Kühlend, pastig, dick, auch ölfrei, glaube ich, würde ich mir schon wieder nachkaufen. Ich hoffe, die haben nur die Verpackung verändert und nicht das Peeling an sich. Auch ein Old-Time-Favorite, so oft in die Kamera gehalten. Ich habe noch ein paar davon. Mittlerweile ist hier die Verpackung auch verändert worden. Das ist das Zuckerpeeling von Clarins. Ein Ölpeeling, aber hier genau, also wer das Duschöl von Nivea kennt, weiß, dass es beim Abspülen so weiß, so milchig wird, dass die Öle brechen. Und das ist das einzige Peeling, Zuckerpeeling, was ich zumindest kenne, was auch Öle hat, die auch in Kontakt, in Verbindung mit Wasser auch brechen und auch so leicht weißlich, leicht milchig abgehen vom Körper und eben dieses belastende, schwere Ölgefühl auf der Haut nicht hinterlassen. Deswegen mag ich das. Ja, und das riecht so schön nach Rosmarin und nach Kräuter. Also wie gesagt, das einzige Ölpeeling, was mir zusagt, ist das von Clarins, weil das Öl nicht ein klassisches Öl ist, sondern eins, was im Kontakt mit Wasser bricht, also love it. Werdet ihr sicher wieder und wieder und wieder sehen. Das sind jetzt tatsächlich meine letzten gewesen. Leider aufgelassen, leider zu spät entdeckt, haben mir sehr gut gefallen. Es gibt 100.000 andere Reinigungen, die ich noch habe. Wenn es das normal im Geschäft gäbe, würde ich sicher nachkaufen. War überraschend gut. Das waren Tücher von Oile oder Ex-Oil of Olas, die aufgeschäumt sind. Wo ich ganz viele gekauft habe, weil ich sie verwechselt habe mit Make-up Wipes. Und im Endeffekt war ich dann happy darüber, dass es was anderes war. Aber wie gesagt, aufgelassen. Haarshampoo auch öfter in die Kamera gehalten. Ja, ich glaube, bei jedem, mit jedem Verbrauchsvideo. Einmal das Balea Medizin Ultrasensitive Shampoo, wenn ich das Bedürfnis habe, mild sein zu wollen. Und zwischendurch immer wieder Ghoul. Also bei Ghoul verwende ich alle möglichen Sorten. Das war diesmal Baobaböl. Das Bier-Shampoo von Ghoul habe ich auch ganz gerne. Also ich wechsle immer zwischen Sensitiv und Ghoul. Aber ich habe sehr unspektakuläres, sehr unpflege. Mein Haar ist sehr pflege nicht bedürftig. Na, das war jetzt Bullshit, was ich gesagt habe. Ich habe sehr unkompliziertes Haar, das will ich damit sagen. Deos. Vielleicht übersehe ich was und dann ist die Reihenfolge eh durcheinander. Deo, oder? Ist das auch ein Deo? Ja. 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 Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher. Doch. Pour Monsieur von, ihr wisst schon welcher Marke. Pour Monsieur, das war mein letztes Deo von Pour Monsieur, weil das ist ja, man riecht nichts mehr. Das ist ja aufgelassen, das kann man nicht mehr nachkaufen. Schade, fand ich gut. Ah, schau, das gehört da rein. Ich bin wo, tada. Sauvage Deo von Christian Dior. Interessanterweise, ich habe das ja gesagt gehabt, dass ich die nicht vertrage, weil sie bei mir
Sorry, weil sie bei mir brennen und mir rote Achseln hinterlassen. Interessanterweise war das bei dem letzten Sauvage Deo nicht der Fall. Also entweder die haben irgendwas reformuliert oder ich vertrage es wieder, aber eigentlich hatte ich mit Dior abgeschlossen, vor allem mit Dior Homme, Fahrenheit und Eau Sauvage. Aber Sauvage ging auf einmal wieder, also vielleicht kaufe ich es nach, weil ich habe es vertragen, es hat gut gerochen, why not? Mein letztes Nummer 19 Deo, ihr wisst von welcher Marke. Ich liebe Nummer 19, ich liebe alles aus der Nummer 19 Linie, auch das Nummer 19 Pudre. Ich finde den Duft sehr, sehr schön. Leider, leider haben die die Körperlinie von Nummer 19 aufgelassen. Die Seife gibt es nicht mehr, die Bodylotion gibt es nicht mehr. Natürlich gibt es das Deo auch nicht mehr, mein letztes in meiner Sammlung. Ich glaube... Nein, das ist nicht mein letztes. Hier, davon habe ich sicher noch welche. Opium auch, habe ich auch so oft in die Kamera gehalten. Das Opium Deo von Yves Saint Laurent. Ich liebe es, heißt die Körperpflegelinie von Opium. Ich liebe sie. Da ist, glaube ich, alles mittlerweile aufgelassen, außer die Bodylotion oder... Shit. Da ist alles aufgelassen, außer Duschgel oder Deo. Irgendwas gab es noch zum Schluss, aber das Deo gibt es nicht mehr, das weiß ich. Nummer 5 Deo, da habe ich schon gesagt, da habe ich leider ein paar auf Reserve. Ich habe mich damals eingedeckt, weil ich habe das viel günstiger bekommen und ich habe es dann bereut, weil... Aber das ist auch noch die Vorgängerlinie von Nummer 5, weil die Nummer 5 Linie wurde überarbeitet. Und eigentlich gefällt mir alles von Nummer 5, aber wie gesagt, das Deo, das habe ich schon einmal gesagt, das Deo von Nummer 5 entwickelt einen komischen Geruch auf mir. Keinen schlechten, aber es riecht nicht wie Nummer 5, sondern wie irgendwas anderes, was mich nicht so umhaut. Ich habe diesmal auch ein bisschen was duftmäßig verbraucht. Ich habe für eine kurze Sekunde habe ich überlegt, ob ich das aufhebe für den Duftkanal, aber ich verbrauche selten Düfte, also ich sprühe selten Düfte leer, weil ich einfach so viele habe. Deswegen wird das eher ein seltenes Vergnügen sein. Ich habe verbraucht von Rammstein. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal in einer Story erwähnt. Rammstein hat Düfte bei Müller, exklusiv bei Müller, und die haben auch diesen hier, Kokain, oder? Nein, Blödsinn, nicht Kokain. Kokain ist der Weiße. Das hier ist Black Ash, also schwarze Asche. Und ich schwöre bei Gott, das riecht wie irgendwas von Tom Ford. Also das könnte der Onkel von Ut Wood sein. Also absolute Kaufempfehlung. Ein wunderschöner orientalischer Duft für 20 Euro. Hiervon habe ich noch ein paar mehr, deswegen habe ich hier auch schnell gesprüht, weil es ist Sommer und so. Also ich habe hier ein paar auf Reserve. Von Eau de Rochard, das Eau de Toilette, dieses ganz klassische Oldschool, sehr, sehr zitrisch, sehr hölzern, sehr frisch, super, super Sommerduft, gerne versprüht. Und hiervon habe ich auch noch ein paar Minis irgendwo. Das war eine kleine Reisegröße. Das ist von Declaration, Cartier Declaration, 10 Milliliter. Das ist so zum Einstecken. Hier habe ich auch ein paar. Ich mag Declaration auch sehr, sehr gern. Das Klassische. Und eigentlich das Dune Soir auch. Uninteressant. Auch verbraucht, aber wie gesagt, hiervon habe ich auch noch ein paar. Duschgel von Nummer 5. Auch schon einige Male in die Kamera gehalten. Mag ich. Auch die Seife, aber ich glaube, da haben sie Lieferschwierigkeiten gerade. Ich glaube, mit Duschen sind wir jetzt el finito, oder? War das jetzt noch ein Duschgel? Ja, noch ein Duschgel von Nummer 5. Bodylotion von 19, auch meine letzte. Das werden wir nie wiedersehen, weil es ist aufgelassen und ich habe keins mehr. Habe ich verbraucht, eine von den wenigen Bodylotions, die ich wirklich, wirklich mit Genuss verwendet habe, weil, wie gesagt, ich mag den Duft von Nummer 19, aber aufgelassen. Bodylotions, hier haben wir auch noch irgendwas, glaube ich. Diese Bodylotion, ich glaube, ein bisschen ist noch was. Ich hatte einen Flashback-Augenblick mit dieser Bodylotion, nicht Nase vollspritzen. Ja, es haut mich zurück in meine Teenagerzeit. Diese Body Cocoon, Garnier Body Cocoon Body Lotion. Ich habe die damals so gern verwendet. Sie hat damals stärker gerochen. Damals gab es auch so eine Milch davon zum Sprühen. Oh mein Gott, war das ein geiler Sommer. Ich habe das aus Nostalgie nachgekauft. Ich fand es nicht schlecht, allerdings auf Dauer eine 400 Milliliter Flasche irgendwann einmal. Ich rieche mich sehr schnell satt mit dem. Also so für einen kurzen Flashback, für eine Woche macht es mich happy, aber dann irgendwann einmal... Und hier wäre noch viel drin, ich könnte das doch aufschneiden, aber ich habe keinen Bock.
Das hier landet definitiv in den Müll, obwohl noch sicher so viel drin wäre. Oder na, vielleicht tue ich es auf die Seite, vielleicht will es irgendwer haben. Allerdings empfehle ich es nicht. Das ist von Filorga Aftersun. Die Aftersun-Pflege von Filorga. Ich habe zwei davon oder drei. Ich habe es einmal in die Kamera gehalten, das weiß ich. Und ich bilde mir, nein, ich sollte keins mehr haben. Entweder ich hatte zwei oder drei. Egal, da war irgendeine Aktion, das habe ich mal gekauft und es hat mir nicht gefallen. Die Textur, also der Verschluss hat mir nicht gefallen. Hier, der Verschluss ist so eng und wenn man fest drauf drückt, hier kommt so viel Zeug raus. Die Textur von dem Produkt, es ist so gelig, es zieht nicht richtig ein, es hinterlässt einen klebrigen Film. Also als Aftersun von der Konsistenz her, nee. Und ich habe nicht einmal Bock gehabt, mir das aufzuschneiden, aber du musst auf die Seite, vielleicht schenke ich es ja wen. Da haben wir noch eine Body Lotion, besser gesagt eine Body Cream von Jill Sander Sunlight oder Sandy Light? Sunlight, Jill Sander. Überraschend gut, im Sale gekauft bei Müller. Das Ding hat so schön gerochen. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Jill Sander Body Lotion so gut riecht, weil ich habe kurz überlegt, ob ich das auch herschenken soll und dann habe ich dran geschnüffelt. Ja, ich hätte das gern noch einmal, aber es ist ja auch gelassen. Ekelhaft. Auch verbraucht und den kaufe ich definitiv wieder nach. Also von den ganzen Sprüh-Selbstbräunern, die ich verwendet habe, ist der im Endeffekt eh der beste gewesen. Nein, Blödsinn, was rede ich da? Bullshit, das ist nicht der beste gewesen. Das ist der vom Müller, der war scheiße, oder? Nein, Blödsinn, irgendwas war. Der war gut vom Finish her, aber die Textur war nicht gut, weil der war so ölig. Genau, das habe ich schon einmal erklärt oder öfter erklärt. Ich sprühe mir gern Selbstbräuner hierher, um den Übergang vom Face Bronzer zum Hals zu kaschieren. Und ich habe da immer, oder ich habe eine Weile lang Sprüh-Selbstbräuner gesucht, die gut sind für mich. Und im Endeffekt, der von Müller ist nicht gut, weil er hinterlässt einen öligen Film. Ich habe das gerade verwechselt mit dem vom DM. Der vom DM ist saugeil, von der Eigenmarke, oder? Ja. Boah, voll geil. Leute, es ist so heiß. Oh mein Gott, ich habe den Duft übersehen. Calvin Klein Escape for Man. Mag ich, haut mich auch zurück in meine Jugend. Ein bisschen was ist drin. Habe ich mehrfach, den gab es irgendwann einmal im TK Maxx. 100 Milliliter, sehr, sehr günstig. Sind wir körpermäßig fertig? Ich glaube jetzt schon, oder? Ja. Fürs Gesicht habe ich sehr viel verbraucht. Wirklich viel verbraucht, beziehungsweise auch sehr viel dann auch auf den Körper geschmissen. Endlich verbraucht. War nicht so schlecht, aber irgendwie jetzt auch nicht so mega giga, dass ich sie nachkaufen wollen würde. Beziehungsweise die alte war ja alkoholfrei, die wurde ja renoviert, deswegen war die alte im Sale. Die Lotion, die Gesichtslotion von Lancaster. Alkoholfrei 400 Milliliter beim Sale bei Müller, ist jetzt noch einmal neu, ist zurück nachgekommen, aber ich bilde mir ein, die neue ist mit Alkohol, also ist das ein Grund für mich, sie nicht zu kaufen. Deine Lotion muss, egal was für ein Hauttyp du bist, deine Lotion muss immer alkoholfrei sein, achte drauf. Ja, wollte jetzt noch irgendwas sagen? Ich weiß nicht, ob ich sie nachkaufen wollen würde, weil ich glaube, die neue ist mit Alkohol, das will ich damit sagen. Wird wieder nachgekauft, weil es richtig geil ist. Eine fantastische Lotion aus der Drogerie, aus dem Müller. Diese, wow, zerrissen, sorry. Diese Rosenlotion hat mir sehr gut getan. Ich habe dir mal in einem Haul gezeigt und da haben mir ein paar von euch auch geschrieben, dass sie die schon viele Jahre haben und sie ist gut, wird nachgekauft. Das waren Kennenlerngrößen. Das ist eine von meinen absoluten Lieblings-Face-Lotions, allerdings eine von den teuersten. Ich habe auch eine volle am Tisch stehen. Die Floral Toning Lotion von Sisley. 80 Euro, 100 Euro, ich weiß es nicht mehr. Alkoholfrei, fantastisch, jeden Cent wert, aber sehr, sehr teuer. Also wenn du dir im Parfümerie-Segment oder im teuren Bereich eine Lotion kaufen willst, die von Sisley, beste. Ich habe hiervon auch drei kleine gehabt. Selbstverständlich verbraucht. Haben wir noch mehr Lotions? Ich glaube nicht. Handpflege. Meine Lieblings ist sowieso dabei. Und ich habe ja gesagt, ich habe sehr empfindliche Hände. Ich habe sehr empfindliche Hände gehabt. Deswegen Excipial, Repair und Protection hat mir viele Jahre lang gut getan und immer noch. Und ich beginne jetzt langsam auch andere Handpflegeprodukte auszuprobieren.
Und bis jetzt vertrage ich auch alles, aber hin und wieder greife ich dann doch wieder auf das zurück, weil ich will mir meine Hände nicht verscheißen. Und da hatte ich dieses Ding hier, spreche ich das jetzt richtig aus? Barnegang, Stockholm. Ich glaube, das habe ich nicht gekauft. Ich glaube, das war in dem DM-Event Goodiebag drin. In irgendeinem Goodiebag, glaube ich, war das drin. War okay, aber kein Burner. Und hier ist meine Lieblingshandcreme. Hier, ich habe schon neue nachgekauft. Die haben jetzt ein bisschen Excipial, aber das werde ich im nächsten Video dann behandeln. Excipial in dieser Form gibt es nicht mehr. Das hat jetzt eine andere Firma übernommen. Es ist dasselbe Produkt, aber anders verpackt. Ich war auch ein bisschen geschockt in der Apotheke. Falls du das suchst, das Produkt gibt es noch, aber von einer anderen Marke. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Sorry. Ich zeige es dann im nächsten Verbrauchsvideo. Gehen wir rüber zu Gesichtsreinigungen. Oder? Das waren Kundengeschenke, wo ich mehr habe mir nehmen dürfen. Das war von Estée Lauder, hat mir sehr gut gefallen. Von Estée Lauder Advanced Night Micro Cleansing Form. Das waren so Kundengeschenke, also Kennenlerngrößen. War so sehr interessant, so musig, schlatzig ein bisschen, aber eine gute Reinigung zum Gesicht waschen. Unverschämt, luxuriös und teuer von Guerlain. Selbstverständlich aufgeschnitten und rausgekratzt. Eine sehr gute Reinigung, aber eine sehr teure Reinigung. Orchidee Imperial Cleansing Form, also Waschgel fürs Gesicht von der Firma Guerlain. Ich weiß nicht, was es kostet, aber es ist sehr teuer. War ein Schulungsgeschenk irgendwann einmal. Sehr gutes Produkt aber. Ups, da war noch eins. Das waren auch Kundengeschenke, also Kennenlerngrößen, so Luxus-Samples von Clinique. Okay, einmal All About Clean Liquid Face Soap Mild, diese klassische, und dann einmal All About Clean Rinse Off Form Cleanser. Okay, wobei die Estée Lauder hat mir besser gefallen. Mein absolutes Lieblingspeeling, das habe ich so oft in die Kamera gehalten, von Clinique, das Exfoliating Scrub, aber das normale, nicht das 7 Days. Sehr grob, sehr rau, sehr stark kühlend, nichts für eine empfindliche Haut, für eine ölige, grobporige Haut fantastisch. Wird vielleicht ersetzt durch das hier, das habe ich jetzt in meiner Arbeit bekommen, in meiner neuen Arbeit durfte ich mir das nehmen, von Lancer. Ich glaube, die Firma spricht sich Lancer aus. Ich habe mir hier 5 Proben nehmen dürfen, die ich gerne verbraucht habe. Weil ich habe mit einer Kollegin über das hier gesprochen und sie hat gemeint, probier doch mal Lancer aus, wenn du dich auf diese groben Peelings stehst, weil das ist auch so grob und ich glaube mit Lavendel und noch irgendwas. Das ist gut. Sehr stark, sehr gut. Das tue ich auf die Seite, weil ich glaube, das werde ich vielleicht nachkaufen. Oder besser gesagt, mir in voller Größe kaufen. Abschminkprodukt, ich glaube, das ist so ein Klassiker, den kennen wir alle, von Estée Lauder, von Lancôme, Bifossil, diesen 2-Phasen Abschmink-Dingsbums-Reiniger, das war auch ein Geschenk vor 100.000 Jahren, jetzt haben wir den auch verbraucht. Das hat mir nicht gefallen, ich habe mir hier mehr erwartet, ich weiß nicht wieso, aber prinzipiell die Catrice-Pflegesachen finde ich okay, das war jetzt mal ein Produkt, was mir nicht gefallen hat. Pore 2-in-1 Peeling Toner, 1% A, 1% BAH und 3% AHA. Ich bilde mir ein, ich habe mehr geglänzt in der Zeit, wo ich das verwendet habe. Und das hat mir nicht gefallen. Das war auch witzig. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ohne mich irgendwie blöd anzuhören. Aber ich höre mich hier immer blöd an, also sehr wurscht. Das war eine Maske, die aufgelassen wurde, wo ich noch im Müller war, aber wir hatten einen vollen Tester davon. Wow. Wir hatten einen vollen Tester davon und ich durfte mir den nehmen. Das ist eine Purifying Maske, oder? Purifying Mask von Shiseido. Hat einen guten Job gemacht, hat sich auch gut angefühlt, aber ach, Leute, dieser Geruch. Ich meine das nicht auf eine geile Art und Weise. Oder vielleicht nein. Wie soll ich das sagen? Diese Maske riecht nach etwas oder hat mich nach etwas erinnert. Ich weiß gar nicht, ob ich das Wort hier sagen darf. Weißt du, wie...
machen keinen Spaß, deshalb. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder ob die Maske schon kaputt war. Oh, hier haben wir noch ein Peeling. Das war Exfoliating Powder von der Myclarons Linie. Das war nicht schlecht. Also das war so ein Pulver zum Anrühren und dann zum Scrubben. Allerdings, na, ich will jetzt hier keinen Staub machen. Allerdings ist das ein trockenes Produkt und das hat so stark aufgestaubt, dass ich wirklich, ich habe dann teilweise so gemacht oder ich habe das im Badezimmer gemacht und bin dann sofort raus aus dem Badezimmer, weil ich habe ein kleines Badezimmer. Dieser Staub ist so in die Luft gegangen und man hat ihn zwangsweise eingeatmet und das hat dann wirklich den Hals irritiert. Also ich musste jedes Mal husten, wo ich das verwendet habe und das kann nicht gut sein. Aber ansonsten war es nicht schlecht. Auch verbraucht nach sehr langer Zeit mal wieder von Yves Saint Laurent. Ich mag das Produkt, aber es ist halt nicht optimal für mich, weil es für mich zu schwach ist. Das ist das Exfoliating Peeling, eben ein Peeling ohne Körner von Yves Saint Laurent. Sehr mild, sehr schön reinigend, aber nicht tiefenreinigend für mich. Tief genug, so wie ich mir das wünschen würde. Aber nach langer Zeit mal wieder die Tube verbraucht, weil sie so lange im Badezimmer stand. Meine letzte, dem traue ich hinterher und ich glaube eine andere YouTuberin. Shay, falls du dir meine Videos anschaust, ich glaube, du bist auch so ein Opfer, was das hier betrifft. Die Wonder Matt Maske von Biotherm, ich habe die so geliebt. Den Geruch, die Textur, das Finish, alles an dieser Maske hat mir gefallen. Wurde dann irgendwann einmal, ich glaube, die Kommunikation wurde verändert. Die Wonder Matt wurde umgeswitcht zur Oxygen-Linie und dann wurde sie aufgelassen. Biotherm ist ein ständiges. Bei Biotherm habe ich mich seit vielen, vielen Jahren ausgeklinkt und mit dem dann komplett. Ah ja, auch ein Peeling, tatsächlich verbraucht aus der Essence Coffee to Glow Linie. Der Linie habe ich ein Video gewidmet und ich habe dieses Peeling dann tatsächlich verbraucht. Es war wirklich gut, es war nicht schlecht, allerdings die Menge 6 Gramm war hier nur drinnen. Und diese Dosierung oder dieses Packaging von einem Peeling ist eigentlich lächerlich. Also ein Face Peeling in dieser Verpackung mit 6 Gramm, das war ruckzuck weg. War nicht schlecht, mit mehr Inhalt und in einer anderen Verpackung, yes, aber war limitiert, also sehr wurscht. Das habe ich so oft in die Kamera gehalten von Balea, das hautunrein Gesichtswasser, Salicylsäure und Zink und parallel dazu das Beauty Glam Clear Skin Serum bei Müller erhältlich. Ich habe das ganz gerne auf die Brust verwendet, wenn ich hier Unreinheiten hatte oder habe phasenweise. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob das, ich muss das noch beobachten, aber ich bilde mir ein, mittlerweile reicht mir die Lotion an sich alleine schon. Also ich habe früher die Lotion draufgetan und dieses Serum. Und ich habe jetzt seit ein paar Wochen nur mehr noch die Lotion verwendet, weil mir das ausgegangen ist und ich es nicht nachgekauft habe. Und es hat mit der Lotion auch alles perfekt funktioniert. Also mal schauen, ob ich das nachkaufen werde oder ob ich jetzt einfach nur bei dem bleibe. Endlos, Leute. Masken. Ein paar Masken. Von Kiehl's Masken in Kennenlerngröße, die Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask mit White Clay, also weißer Ton. Liebe ich heiß, habe ich auch einmal in groß irgendwo. Und die Calendula, oder? Die Calendula Aloe Vera, von mir aus nach dem Sonnenbaden, aber ansonsten uninteressant für mich. Wobei das Calendula, sorry, das Calendula Gesichtswasser finde ich wiederum fantastisch. Die Maske muss für mich nicht sein. Das war eine Kennenlerngröße vom Sisley Peeling, dieses Gelbe. Ist okay, haut mich nicht um. Dann habe ich verbraucht, ich habe hier ein paar Sachen von Sisley. Von Sisley habe ich auch noch verbraucht die schwarze Rose Black Cream Skin Infused Cream, Plumping Radiance. Für mich zu reichen. Eine fantastische Creme für eine trockene Haut oder für eine normale bis Mischhaut. Für mich als öliger Hauttyp zu viel. Dann die, was ich wiederum vertrage oder was mir nicht zu viel ist oder wovon ich nicht anfange, glänzen wie eingeölt. Die Black Rose Cream Mask, also die Sisley Masken allgemein. Die Sisley Masken, die rosane, diese Glow Maske. Eine reinigende haben sie auch, irgendwas mit tropischen Harzen. Eine blaue, feuchtigkeitsspendend, uninteressant und diese schwarze Rose.
Knallen wir uns ein bisschen das auf die Lippen, weil ich quatsche so sehr. Ohne Spaß, dieses Baby Lip Roller Oil von Trendyshop, das war so gut. Ich bilde mir ein, ich hatte hier noch eine dritte. Ich hätte schwören können. Von Clinique, die Moisture Surge. 100 Stunden. Hydrator, bla bla bla, so eine Feuchtigkeitspflege von Clinique. Also einfach nur eine Feuchtigkeitspflege in so einem rosanen Gel. Nicht schlecht, absolut okay als Step Nummer 1 in deiner Routine oder wenn du nichts anderes brauchst. Hat mich nicht umgehaut, war aber auch nicht schlecht. Das ist eine witzige Geschichte, weil ihr erinnert euch vielleicht noch an die Prinzessinnen-Serien von der vorigen Disney Collection. Das Serum von der Ariel, das Serum von der Pocahontas und das Serum von der Belle. Das war dieses Serum mit diesen Blütenölen, das war dieses Serum mit diesen Blütenblättern drinnen, die ich nicht gut fand, weil sie konnten sich nicht zerreiben, musste wohl lange reiben, bis sich das aufgelöst hat. Deswegen habe ich die nicht mehr weiterverwendet und die sind so lange liegen geblieben. Und dann wusste ich, ich habe dann keinen Plan gehabt, was ich mit denen machen werde. Und ich war im Solarium, bevor ich krank war, vor 2-3 Wochen. Was ist das schon wieder? Die Woche, bevor ich krank war, war ich im Solarium. Und ich war in einem Bett, in das ich nicht hätte gehen sollen. Aber die Tante hat gemeint, na passt schon, das ist genauso, nur noch besser, ist nur ein bisschen stärker. Nein, es war voll viel stärker. Ich war dann so knallrot und hatte wirklich Sonnenbrand. Und wenn ich Sonnenbrand habe, klatsche ich mir urviel drauf, urviel drauf, urviel drauf. Und ich habe mir gedacht, ich werde mir dieses Serum nicht ins Gesicht schmieren, weil mir diese Blätter nicht gefallen. Und ich habe beinhart, ich habe dieses Serum auf einen Teller ausgeschüttet, komplett. Habe diese Blütenblätter rausgekratzt und ich habe mir den Body eingeschmiert damit. Also für den Sonnenbrand hat es gereicht. Sowieso limitiert, kann man sowieso nicht nachkaufen. Und eigentlich verwende ich sowas auch nicht unbedingt, aber ich habe das auch. Ich habe, wo ich Sonnenbrand hatte, habe ich mir alles Mögliche auf den Body geklatscht, weil ich habe nicht... Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Sonnenbrand hatte, vielleicht als ich 12 war oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe mir die Woche alles Mögliche draufgeklatscht, um diese Rötung zu bremsen und es hat gut funktioniert. Also wenn du einen Sonnenbrand hast, schmier dich ein. Mache ich auf jeden Fall so. Ich habe mir das auch auf die Beine geschmiert. Ja, auf die Beine habe ich mir das geschmiert. Von Nivea hatte ich einmal die Soft und die Intensivpflege. Dann habe ich auch auf den Sonnenbrand geklatscht und da war ich doch froh, dass ich das hatte, weil es war... Es funktioniert schon. Von St. Bath das Aloe Vera und Minze Gel, zwei kleine. Und davor, während ich im... Nein, Blödsinn. Das ist das Kokosnussöl. Ich weiß gar nicht, wann ich das verbraucht habe. Aber ich bilde mir ein, ich habe eine Flasche mit dem Bräunungsöl. Oder habe ich das noch nicht verbraucht? Dann... Zweckentfremdet aus der Clean ID Linie, diese eine, die limitiert war, der ich ein Video gewidmet habe. Hier gab es ein Glow Carrot Glow Face Oil und ich klatsche mir kein Face Oil in die Fresse, ich bin zu ölig dafür. Und von Nova Expert, das konnten wir uns bei Müller die Tester nehmen, da gab es einen Serum Booster. Ich habe mich eigentlich darauf gefreut, weil das ist mit Omega 3, oder? Nein, Omega irgendwas, bla bla bla. Und, oder? Das war im Endeffekt dann auch ein Öl und kein Serum. Und das war jetzt circa fast ein Jahr im Badezimmer. Na, das länger. Wann habe ich das Video gefilmt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall Face Oil, nee. Ich habe mir das in die Haare geschmiert als Kur. Hat bestens funktioniert. Ich schmeiße wirklich selten was weg. Ein Produkt muss wirklich grottenschlecht sein oder ich muss so durch damit sein. Aber ich versuche immer irgendwie einen Weg, wenn mir irgendwann eine Textur oder irgendwas fürs Gesicht nicht passt. Körper, Füße, Hände, Haare. Be creative. Hier, muss ich gestehen, habe ich die Lust verloren, es zu verwenden. Dieses The Lash Mask, Overnight Conditioning Mask von Maybelline. Fand ich am Anfang lustig, weil das ist so ein flauschiger Applikator. Es riecht auch so süß und nach Cookies und irgendwie hat es auch Spaß gemacht aufzutragen. Allerdings wird das dann in der Früh, also in der Früh, wo ich dann aufgewacht habe, war das dann immer so ein bisschen krustig und ich hatte diese Fuseln von diesen Krusten dann auch in den Augen und nein. Der Augenroller von Alverde, ich muss gestehen, die haben ja ein Ablaufdatum, oder? 2023.
Allerdings muss ich gestehen, dass der sehr lange im Kühlschrank gestanden ist. Ich habe den wirklich übersehen verwenden und der ist so lange im Kühlschrank gestanden, ich weiß gar nicht. Ja, nein, nein. Das ist ja so billig, das muss nicht sein, dass ich das aufhebe. Das ist sehr lange im Kühlschrank gestanden, ohne dass ich es verwendet habe. Und das ist auch ein Produkt, mit dem man eigentlich direkt Hautkontakt hat. Und da wäre noch halbert viel drin, aber muss nicht sein. Ein Produkt, was ich nicht mehr verwenden werde, was auch ewige Zeiten im Badezimmer gestanden ist. Und früher wurde das zum Schluss dann immer schon so braunrot, weil ich Augenbrauenprodukte damit rausgekämmt habe und immer wieder reingepumpt habe. Ich verwende das einfach nicht mehr so intensiv wie früher. Essence Lash Brow Gel Mascara Comb. Ich habe noch einige, ich bin jetzt umgeswitcht auf die alten von Yves Saint Laurent. Auf jeden Fall verwende ich jetzt Augenbrauen-Mascaras tatsächlich mit Farbe. Seit fast einem Jahr schon. Und die transparenten und ja, ich habe sogar am Tisch noch eine nagelneue und ich glaube in meiner Backup-Schublade auch. Ich bin einfach umgeswitcht auf die Augenbrauenprodukte mit Farbe und das ist lange im Badezimmer gestanden, sehr lange und ich finde es ein bisschen grindig und will es nicht mehr aufheben. Augenpflege, also das ist auch Augenpflege. Augenpflege, wo ich auch irgendwie das Interesse verloren habe, sie zu verwenden. Na, das soll ich. Na, muss nicht sein, dass ich das herschenke. Ich war am Anfang begeistert, aber irgendwie ist nichts passiert. Hello Good Stuff, die Deep Puff Eye Serum, Koffein und Kollagen und Hyaluron, 97% natürliche Inhaltsstoffe, bla bla. Also Rohstoffe sind tolle drin, saubere, wenige, minimalistische, aber es macht irgendwie nichts. Es soll Deep Puffing sein mit Koffein und ich wollte das in der Früh verwenden, aber irgendwie ist gar nichts, gar nichts, gar nichts passiert. Also das war im Kühlschrank, ist auch liegen geblieben und ich habe es nie wieder verwendet und es ist Zeit, sich davon zu trennen. Eine Augencreme, die ich fast verbraucht habe, ich könnte das noch aufsteigen, will aber nicht. Verso Eye Cream, das war ein Geschenk, das war aus dem Adventskalender, den ich geschenkt bekommen habe von vor 2 Jahren. Das Video sollte noch auf IGTV online sein. Diese private Parfümerie. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Parfümerie heißt, auf jeden Fall. Nein, ich weiß es wirklich nicht mehr, ist auch egal. Ist insofern egal, weil sie haben mich gefolgt, während ich das Video, solange das Video. Sie haben mich gefolgt, als ich das Video hochgeladen habe und irgendwie 2 Wochen später haben sie mich dann auch gleich entfolgt. Also, ja, ich zeige jetzt nicht, welchen Finger ich eigentlich zeigen will. Und in diesem Adventskalender, den ich geschenkt bekommen habe, war diese Augencreme und sie hat nicht. Eigentlich hat sie gar nichts gemacht und uninteressant. Das war auch ein Tester, den ich mir habe nehmen können von Colistar Cream Ultra Regenerative, bla bla bla. Colistar Pflege, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was ich von Colistar verwendet habe. Was ich habe einfach zu wenig von Colistar verwendet. Diesen einen Tester, den ich mir habe nehmen können, er hat mir nicht den Kick gegeben. Die Textur war mir zu mollig. Ich habe mir das auf den Körper geschmiert. Das waren auch Kundengeschenke. Das war, glaube ich, im letzten, ja, das habe ich im letzten Verbrauchtvideo auch gehabt von Estée Lauder Daywear, die Antioxidant 24 Stunden Moisturizing Cream. Da hat mir die Textur nicht gefallen, der Geruch nicht gefallen und das Finish auch nicht gefallen. Ich habe das, glaube ich, damals auch so gesagt. Das klingt nur banal, aber so hat es sich für mich angefühlt. Das hat sich angefühlt wie eine Bodylotion, die nach Gurkenwasser riecht, die ein bisschen eine komische Textur hat, weil es sich so anfühlt, als hätte jemand Mehl reingerieselt. So hat sich das für mich angefühlt. Also, nee. Gott, da war noch. Was mir von Estée Lauder aber sehr wohl sehr gut gefallen hat, war die Revitalizing Supreme Cream. Die habe ich in verschiedenen Größen Kunden geschenkt. Nicht so schwer ist der. Ja, die ist leer. Sich nur so schwer angefühlt. Die haben mir gedacht, das ist, nein, die habe ich tatsächlich verbraucht. Revitalizing Supreme hat mir, obwohl ich ölig bin, gut gefallen, weil die Textur einfach schön auf der Haut gelegen ist und schön eingezogen ist, besser gesagt. Das habe ich auch in Verbindung mit Seren verwendet. Immer wieder, ja. Das werde ich auch definitiv wieder nachkaufen, weil es ist ein toller Step 1 für deine Pflege von Catrice Hydro Plumping Serum 1,5% Hyaluronic Acid. Ich glaube, das wurde jetzt ein bisschen renoviert, aber es ist immer noch im Regal. Das kaufe ich mir definitiv wieder nach, weil ich das gerne als Step Nummer 1 verwende und dann eine Creme drüber. Und was ich gemerkt habe, dieses Serum war kompatibel mit egal was für einer Creme drüber.
Ich glaube, das ist das einzige Produkt, was mir von Nova Expert gefallen hat. Weil da haben wir mal Tester ausgemistet im Müller und ich durfte mir da auch ein paar nehmen. Sind das jetzt alle? Ja. Das war das einzige Produkt, was mir gut gefallen hat. Das hatte ich in zwei Größen. Das Serum Booster Hyaluronic Acid, also ein Hyaluron-Serum. War ein gutes Serum, aber eigentlich genauso wie das von Catrice. Und die anderen Cremen, ich habe mir dann die Ellbogen, die Knie, die Füße damit eingeschmiert, weil das Lifting Serum, die Plumping Cream, Le Fluid Age, Le Cream Age, mir haben die Gerüche nicht gefallen, die Textur nicht gefallen, das Finish hat mir nichts gefallen und ich habe das dann einfach irgendwo drauf geschmiert, damit ich es leer bekomme. Ist böse, ich weiß. Ein Serum, was mir sehr gut gefallen hat, das aus der Clean ID Linie, das war auch aus diesen limitierten Clean ID Produkten, das habe ich auch verbraucht. Das habe ich, glaube ich, damals auch zweimal nachgekauft, aber kann man nicht mehr kaufen. Wow, sorry, weil es Limited Edition war. Eine Maske ich weiß gar nicht, wo gibt es die noch? Beim Douglas, die Glam Glow Masken. Ich habe damals alle möglichen Sorten davon gekauft. Hello, sexy. Sehr theatralisch, lustig verpackt. Hat gut gerochen, hat lustig ausgeschaut, hat nicht viel gemacht. Also das war so eine Maske, die ich zum Schluss eigentlich nur geschmiert habe, damit ich sie verschmiere. Die schwarz verpackte hat mir am besten gefallen, diese Schlammmaske und die Peel-Off-Maske, die lilane. Eine blaue hatte ich einmal. Ich glaube, die hat nach Kokosnuss gerochen, hat aber sonst nichts gemacht. Und eben diese hier. Brightening Treatment hat. Ich habe mich nicht mehr Brightening gefühlt. Also wenn ich denke, wie geil die Brightening-Maske, die rosane von Sisley ist, das hat nichts gemacht. Für mich persönlich. Verbraucht ganz banal aus der Apotheke. Das war so eine zusammengemischte Zinksalbe, weil Zinksalbe kann man sich in der Apotheke, zumindest in Österreich, aber ich glaube eh überall, zusammenmischen lassen. Das Logo ist auch mittlerweile runtergegangen, aber das war einfach eine Zinksalbe in der Apotheke zusammengerührt. Zinksalbe habe ich auch in einer Tube von DM. Immer, immer wieder und ich weiß, ich bin das Video euch schuldig. Boah, voll geil. Ich hole mir noch was zum Trinken, ich komme gleich wieder. Uah. Meine absoluten Mitesser-Removing-Stripes, die von Nivea. Ich habe alle möglichen Sorten ausprobiert, die funktionieren für mich am besten. Allerdings gibt es hier einen Trick, wie man die richtig anwendet und das wird dann mal ein cooles Video werden. Ich weiß noch nicht wann, wahrscheinlich dieses Jahr, aber bleibt dran. Dann habe ich das Zeug hier verbraucht. Das war von Sanssouci ein Thermalwasserspray für unterwegs, die kleine Größe. War okay. Hello Good Stuff, das war in einem Sale Hall auch einmal drin und ich glaube, ich habe noch zwei oder drei. Ich habe noch ein paar davon über. Das war Hello Good Stuff Wassermelone aufgelassen. Hydrating Setting Spray. Was ich tatsächlich verbraucht habe, das werde ich auf die Seite legen, weil das werde ich nachkaufen. Hello Good Stuff Glow Serum Primer, das war ja. War das? Das war in der Hydro Hero Collection, wo das alles so schön ausgeschaut hat auf der Haut. Ich habe diesen Primer tatsächlich verbraucht. Den Under Eye, Hydro Under Eye Stick habe ich und die Hydro Tinted Cream habe ich auch noch. Den Primer, wenn ich das lege auf die Seite, das darf ich nicht vergessen, nachkaufen, weil das wirklich gut war. Von Dior eine kleine Größe, Capture Total. Ups, ich habe den Titel gar nicht mehr. Capture Total von Dior, also wenn Designer, High-End, Luxus, Pflege. Ich mag Capture Total, Dior vertrage ich ganz gut und diese Capture Total Linie, ich finde die ganz toll. Das Serum ist fantastisch und hier hatte ich so eine Kennenlerngröße. Auch von Dior, auch aufgeschnitten, weil ich es liebe und ich glaube, ich sollte noch eins haben, aber wenn nicht, dann kaufe ich mir das auf jeden Fall nach, auch zum Vollpreis, ist egal. Nagelpflege von Dior, die haben dieses Apricot, es gibt ja die klassische Apricot-Creme in dem runden Tiegel, Kultprodukt, und es gibt auch dieses Apricot, wieso mache ich das ständig auf und zu, Apricot-Serum in dieser Pinselversion auch so zum direkt auftragen, war so ergiebig, habe ich so lange gehabt. Super Nagelpflege, Nagel- und Nagelhautpflege im High-End-Bereich. Dann hier habe ich auch mehrere gehabt, keine Ahnung. Von Elisabeth Arden die Ceramid-Kapseln, eine Kennenlerngröße, liebe ich heiß. Allgemein Elisabeth Arden Pflege vertrage ich sehr gut. Da habe ich gerade ein Serum in Verwendung.
Das war auch aus dieser Clean ID, Catrice Limited Edition Linie. Ich glaube, es gibt von Catrice auch eh wieder ein Enzympeeling, aber nicht aus der Clean ID Linie, sondern aus der normalen Linie. Ein Enzympeeling Powder. War ziemlich gut. War absolut okay. Ich habe hier das Interesse irgendwie verloren. Ich habe den einmal verwendet und ich wollte ihn so sehr lieben. Und irgendwann einmal habe ich mir gedacht, wieso eigentlich? Von Myclarons, aus der Myclarons-Linie, diesen Blur and Matte Stick. Ich habe einen gehabt und ich habe ihn wirklich tatsächlich auch so ausgekratzt, weil hier drinnen ist. Ja, da ist noch drinnen so viel Produkt zum Auskratzen und der ist mir damals abgebrochen und ich habe das gekratzt und gekratzt und verwendet und. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, irgendwie so ein Jahr später, ein zweites Produkt später, habe ich das Gefühl, das macht im Endeffekt gar nichts. Es macht mich nicht matter, es macht meine Poren. Ja, in dem Augenblick, wo du es frisch auftragen tust, sind die Poren ein bisschen smoother, aber dann in ein paar Stunden, ich weiß nicht. All diese Pore-Filling-Primer, meine Poren sind dennoch da, also egal wie viele Schichten Primer ich verwende. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Primer. Nee, ich habe ein paar Masken. Die Pore verfeinern sind, aber Primer, ja, hier wäre noch drin, aber das Interesse verloren. Eine Probe von, ihr wisst schon welcher Marke, das war eine Reinigung, das war ein Lamousse Cleansing Cream to Form zum Waschen. War okay, absolut okay. Dann aus der Sublimage-Linie, die für mich zu reichhaltig ist, zwei Proben. Die habe ich verwendet als Nagelpflege. Upsi. Dann, das ist das erste Mal, dass ich das hier aufgehoben habe, weil normalerweise, einige Sachen, muss ich gestehen, schmeiße ich auch weg, weil ich es einfach vergesse oder weil ich mir denke, ist uninteressant. Diese Make-up-Schwämme, diese Make-up-Dreiecke vom Müller, verbrauche ich eigentlich regelmäßig oder kaufe ich immer wieder nach. Da habe ich wieder so eine runde Büchse. Wie viele sind drin? Sechs, acht mit Schwämmen verbraucht. Dann auch verbraucht einige Augentropfen. Ja, Augentropfen habe ich auch verbraucht. Die klassischen Hyaluron von Doppelherz zweimal und dann noch welche aus der Apotheke. Collodan-Augentropfen. Augentropfen, hin und wieder habe ich das Bedürfnis, weil ich das Gefühl habe, meine Augen sind trocken, aber prinzipiell nach jedem Make-up-Look. Tropfe ich mir die Augen wirklich immer großzügig aus, weil es ist viel Zeug drinnen in den Augen, wenn du ganz laute, viele Farben verwendest. Glitzerpartikel und Mascara und Liner und Lash Glue und also wenn du dich heavy schminkst, tropft danach die Augen immer aus, weil es halt wirklich reinigend ist und du da drinnen sind wirklich freaking viele Krümel. In den Augen drinnen, meine ich. Eine Lippenpflege habe ich tatsächlich verbraucht. Das ist ein seltenes Vergnügen, aber das ist wirklich trocken. Von Catrice, den Volumizing Lip Extreme Booster. Ich habe eh einen, oder? Ja, ich habe einen frischen am Tisch und ich glaube, ich habe zwei auf Backup irgendwo. Ich habe tatsächlich einen verbraucht, weil ich den einfach immer wieder verwendet habe und es ist, ja, ist leer. Ist trocken, meine ich. Das ist eine gute Plumping Lippflege mit Chili, die nicht bitter schmeckt, die nicht zu so extrem ist, die einfach gut ist. Oder dieses Roller-Dingsbums. Ah, das sieht so geil an, dieses Öl. Ganz banal, eine Art Deko-Polierfeile habe ich sehr lange gehabt und sie poliert nicht mehr. Sie ist durch, aber hat mir ein paar Jahre gehalten. Also allgemein Art Deco hat gute Nagelpflegeprodukte oder eine gute große Bandbreite an Nagelprodukten. Mögen wir. Face Sprays auch noch ein paar von Nova Expert. Habe ich vorhin gesagt, von Nova Expert mag ich nur dieses Serum. Nein, dieses Gesichtsspray mag ich auch. Das ist ein Zink-Gesichtsspray von Nova Expert. Absolut okay. Mattifying? Nein. Imperfecting Pore Skin? Nein, es macht nicht mehr als wie ein jedes andere Thermalwasserspray, aber es sprüht gut. Sorry. Und was ich auch immer wieder nachkaufe von Caudalie, das Traubenkernwasser. Also das wird fix wieder nachgekauft und ich glaube das sogar auch. Dann habe ich verbraucht die Kapseln, die Vitamin C Power Concentrates, Energy Glow, Hautglättung, hochdosiertes Vitamin C.
Kolleginnen von mir im Müller haben gemeint, dass das mega Kapseln sind. Und natürlich habe ich sie gekauft, weil meine Kollegen sagen, sie sind mega. Ich fand sie nicht mega. Ich fand sie sehr ölig. Und jetzt, wo ich da unten stehe, die sind doch mit Mandelöl. Ich fand die einfach nur ölig. Also Soforteffekt, Energie, Glow, Hautglättung. Ich nichts gesehen. Ich nur gefühlt verdammt viel Öl auf meiner Fritze. So, das habe ich auf die Seite gelegt und natürlich fast vergessen. Masken, nein, besser gesagt Reinigungen zuerst. Die Nivea Make-up Wipes, die habe ich einfach nur verwendet. Ihr wisst, da habe ich im Sale urviele Mal gekauft. Die Nivea Wipes verwende ich für Swatches auf den Händen. Und tatsächlich im Gesicht verwende ich die von Balea, die rosanen. Die liebe ich heiß. Wobei die Qualität von denen variiert und variiert. Da schaut, der hat diesen Sticker, die anderen haben das nicht. Ich finde, dass die sehr inkonsequent sind mit der Textur. Mal sind sie nasser, mal sind sie nicht nasser. Momentan habe ich das Problem mit den neuen, die ich im Badezimmer habe und mit der Packung davor, dass die schwer zum Rausziehen gehen, dass ich immer drei rausziehe, weil sie trockener sind und zusammenkleben. Aber allgemein, ich vertrage sie gut und sie nehmen gut Make-up ab. Habe ich eh so oft gesagt. Dann habe ich verbraucht, ich hätte schwören können, da hätten mehr sein sollen, aber vielleicht habe ich tatsächlich ein paar Sachen weggeschmissen. Ich habe verbraucht die Fußmaske von, eine Fußmaske von der Müller Eigenmarke Barfuß, Fußmaske, Wellness, Socken, Lavendel, Kokosnussöl, Paraffin, wärmend, feuchtend. Super coole Geschichte, das sind schwören können, da war ein komisches Geräusch im Vorzimmer. Fußmasken, die man in die Mikrowelle gibt und dann anzieht und, ja, na was sonst. Fußmasken, die man in die Mikrowelle gibt, ich fand das so exotisch, du musst es vorher in die Mikrowelle geben, es ist dieses Fett, dieses Wachs wird dann flüssig, dann ziehst du sie an und deine Füße werden ursmooth. Ja, sie werden smooth, es macht Spaß, es ist ein bisschen flutschig, es ist ein bisschen grindig, sehr interessant, super spannend, also alleine der Spaßfaktor hier ist so hoch. Allerdings kann man die nicht zuschnüren. Man muss nur so reinschlüpfen und man kann derweil nicht rumlaufen oder nichts machen, weil man kann sie oben gar nicht zumachen. Also du musst still sitzen. Nachteil. Aber zum Ausprobieren oder zum Verschenken oder irgendwie so, das ist funky, eine Fußmaske, die du vorher in der Mikrowelle geben musst. Spaßfaktor extrem hoch und hat sich im Endeffekt auch gut angefühlt. Wäre nur cool, wenn man sie oben zuschnüren könnte oder zumachen könnte. Maske habe ich tatsächlich auch geschafft, ein paar zu verbrauchen. Spinne ich oder höre ich Geräusche? Irgendwie schon komisch. Masken, Fließmasken habe ich ein paar verbraucht. Star Skin VIP Illuminating Diamond Mask. Wie war die noch einmal? Ich glaube, die war so. Doch, die hat mir gefallen, weil die war, das war keine Fließmaske aus Stoff, sondern das war wie so Gel. Das hat so schön auf der Haut geklebt. Ich glaube, das war auch so eine, oder? Die habe ich im TK Maxx gekauft vor 2-3 Jahren. Ich bilde mir ein, die war auch so gelig. Ich mag diese Fließmasken, die nicht aus Fließ sind, sondern aus diesem Gel, lieber, weil sie kleben besser auf der Haut. Und hier habe ich auch eine verbraucht, das werdet ihr, glaube ich, bald sehen oder vielleicht habe ich sie schon gepostet. Diese Bird's Nest Masken von Amazon. Ich würde mal behaupten, das sind für mich die allerbesten Fließmasken. Ich habe die wieder als 10er Packung nachgekauft. Vielleicht habe ich sogar gepostet. Und ich glaube, das war im letzten Verbraucht-Video auch drin. 2 Stück davon. Stell dir vor, ich hatte auch noch eine Großpackung davon. Hier waren 4 drinnen. Und das habe ich im letzten Verbraucht-Video auch schon gesagt. Die habe ich so lange gehabt, man kann das noch sehen. Das war eigentlich voll und gelb und das ist verpufft und ist jetzt unten so dunkelorange. Also das ist definitiv, das Produkt ist hier kaputt. Allerdings habe ich das Serum hier in der Spritze nicht verwendet. Ich habe die Fließmaske rausgenommen und die alleine verwendet. Ich glaube, das Serum hätte man vorher oder nachher oder irgendwie so nehmen müssen. Ich habe es übersprungen, habe die Fließmaske alleine verwendet, weil die war noch gut und das war absolut okay. Ich glaube, die Marke gibt es nur oder gab es nur beim Marionneau.
Schäbens, totes Meer, Schlammmaske, intensiv reinigend, pickeln, Mitesser, so oft in die Kamera gehalten, liebe ich heiß, kaufe ich immer wieder nach. Eine super Tonerde, Tiefenreinigungsschlammmaske. Billig und geil. Ganz banal, Handreinigungsfeuchttücher, meine absoluten Lieblings-Handdesinfektions- oder Desinfektions-nicht. Refreshing, Erfrischungs- Reinigungstücher, die von Kölnisch Wasser, die 4711, die liebe ich heiß. Und weil die waren einmal in Aktion im Müller, aber das war ein Fehlkauf, von der Hildegard Braukmann gab es auch feucht Refreshing Wipes, einmal Limette, Lime und einmal Orange Mint. Prinzip, der erste Eindruck war gut, weil es war so dicker Stoff, also es war wirklich ein qualitativ hochwertiger, gut getränkter Stoff und es hat gut gerochen und sich gut angefühlt. Allerdings haben die hier beide einen klebrigen Film hinterlassen und das ist, wenn du gerade unterwegs bist, willst du das ja eher damit wegmachen und das war gut. Oh, sehr dekadent. Was von La Mer? Das Concentrate, dieses Konzentrat von La Mer. Ich glaube, das vielleicht kennst du es, wenn du ein Skincare-Junkie bist. Ich habe es auch wirklich ausgeschleckt. Ich glaube, das kostet fast 500 Euro. Kostet zwischen 400 und 500 Euro. Ein Konzentrat-Serum, sehr, 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 sehr teuer. Sehr dekadent, sehr luxuriös. Ich habe es geschenkt bekommen. La Mer ist so eine Sache. Die Sachen sind nicht schlecht, aber... Geld ist gut, Geld ist geil, Geld. Fast 500 Euro ist viel Geld. Das ist wirklich viel Geld. Wieder mal zwei Concealer verbraucht von Estee Lauder. Also man kann, glaube ich, sehen. Ich habe den Stopper rausgenommen, das habe ich so oft gesagt, nehmt den Stopper aus eurem Concealer raus, weil dann könnt ihr noch alles schön verbrauchen. Es ist noch viel Produkt hier drinnen, wenn man den Stopper rausnimmt. Double Wear Stay in Place, also meine absoluten Lieblingsconcealer aus der Parfümerie, Estee Lauder Double Wear Stay in Place und Yves Saint Laurent All Hour Concealer. Einmal die Nummer 2, cool, und hier einmal die Nummer 4, auch dasselbe. Auch Stopper rausgenommen und ausgequetscht, also dieses Zwischending mit einer Schere, mit einer Zange, mit einer Pinzette rausnehmen und du wirst überrascht sein, wie lange du deinen Concealer noch verwenden kannst, weil da drunter, weil oder den Stopper kommst du tiefer in die Tube rein und kannst viel mehr rauskratzen, weil das noch versteckt ist. Das habe ich, glaube ich, im Haul eh gezeigt, in dem letzten DM-Haul. Gelée Royale, Blütenpollen, Weizenkeim in natürliches Vitamin C und Vitamin E. Das ist eine Kur, das sind 10 Trinkampullen. Boah, voll geil. Beauty startet auch natürlich von innen, oder was heißt auch, Beauty startet selbstverständlich von innen. Hin und wieder werde ich schwach mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln, aber ich habe nie einen Effekt gesehen, ich habe nie einen Unterschied gesehen, nie eine Verbesserung. Das waren so 10 Ampullen. Das war auch nicht billig. 17 Euro, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Ich finde, da ist mehr der Spaßfaktor für mich dabei, als wie der tatsächliche Effekt. Haare noch ganz schnell. Strandmatte, Got to Be, Mattpaste. Die habe ich auch aktuell drin. Mit der verwuschel ich ganz gern. Der Nivea extra stark Haarschaum, also diese Kombination habe ich aktuell auch in den Haaren. Und natürlich der Sprühkleber von Got to Be. Ich tue mir den Schaum in die nassen Haare, führe alles rauf. Dann nehme ich mir die Paste, verwuschel das und dann fixiere ich das mit dem Spray. Und das hält so den ganzen Tag. Allgemein, das ist mein Lieblingshaarspray, habe ich immer so oft schon gesagt, bla bla bla. So, genau dasselbe Thema mit den Augenbrauenstiften habe ich auch in allen Videos, glaube ich, gezeigt. Ich habe noch, es tut mir leid, aber ich habe noch alte Augenbrauenstifte von Yves Saint Laurent. Das waren für mich die allerbesten Augenbrauenstifte auf der Welt, die es jemals gab, weil sie waren hart, haben aber Farbe abgegeben, was eine sehr seltene Kombi ist, weil normalerweise sind sie einfach nur hart, geben nichts ab, du musst fest aufdrücken und dann brechen sie.
Nein, die waren hart und stark pigmentiert und sie wurden aufgelassen. Und von Catrice natürlich, von Catrice, die Slimmatic Ultra Precise Eyebrow, blablabla, da pendle ich zwischen 04 und 03, habe ich auch schon so oft gesagt. Allerdings gefallen mir die momentan nicht so gut, speziell der Vierer nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich da einen schlechten Batch erwischt habe, ob ich da einen schlechten Schwung erwischt habe, aber alle Vierer, die ich auf Lager hatte, auf Bunker hatte, die sind mir so schnell gebrochen. Die haben nicht gut gemalt und die sind gebrochen. Und ich habe wirklich, ich drehe nicht drauf wie ein Psycho, die sind wirklich urleicht und urschnell gebrochen. Dreier funktioniert noch irgendwie, allerdings sind die so weich und so schnell verbraucht. Ich glaube, ich werde mich bald einmal in der Drogerie umschauen nach neuen Augenbrauenstiften. Irgendwie geben die mir nicht den Kick mehr, so wie früher. So, hier ist noch ein Stopper übergeblieben, aber Leute. Das war's. Voll geil. Also, wenn ich mir diesen Haufen da so anschaue, ich bin froh, dass ich werde wirklich, es ist mitten in der Nacht, ich werde auch jetzt noch runtergehen und das entsorgen, weil ich will es einfach wegmachen. Ich will es raus haben aus meiner Wohnung. Oh je, Butter. Läuft die Kamera überhaupt noch? Und wie oft habe ich mir dieses Öl heute aufgetragen? Hast du mitgezählt? So, das war's von mir. Ich hoffe, du hattest Spaß mit mir. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Hast du irgendwas in deiner Sammlung, was ich auch verwende, was du verwendest? Was war das jetzt für ein 08? Habe ich irgendwas in die Kamera gehalten, was du zu Hause auch im Badezimmer stehen hast? Das wollte ich sagen, aber deutsche Sprache, schwere Sprache. Schreib ganz gerne irgendwas in die Kommentare. Bitte schreib irgendeinen Scheiß in die Kommentare. Du kannst noch bla 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 in die Kommentare schreiben. Das Kommentarfeld ist mega wichtig für den Algorithmus. Die Videos, meine Videos werden mehr Leuten gezeigt oder mehr Leuten empfohlen, weil sie als relevant eingestuft werden, wenn viele Kommentare unter dem Video sind. So läuft das Spiel. Ich habe auch Besseres zu tun, außer dich immer daran zu erinnern. Aber bitte lass ein Like da, bitte schreib irgendeinen Scheiß in die Kommentare. Ein Smiley reicht vollkommen. Im Endeffekt geht es darum, dass Bewegung unter einem Videofeld in den Kommentaren ist. Du kannst doch einfach nur ein Smiley, du musst keinen Roman schreiben. Ein Smiley, passt schon. Oder Daumen nach oben, passt schon. Oder Daumen runter, passt schon. Du weißt, was ich damit sagen will. Also ja, ich bin ein kleiner YouTuber, ich bin am Arsch der Welt und jeder jeder Aufruf zählt. Deswegen lass ein Like da. Drücken Like da, also einen Daumen nach oben. Schmeiß irgendwas in die Kommentare und vor allem abonniere mich. Ich hoffe, du hast mich abonniert. Viele von euch schauen sich meine Videos ohne Abo an. Nicht cool. Ein Abo ist gratis. Verdammte Scheiße, abonniere mich. Meld dich an und abonniere mich, eurer. Mickey hat gesagt, ich soll dich daran erinnern, ein Like da zu lassen. Du weißt schon. Jo, ich glaube, ich habe dich jetzt genug belästigt. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Ich hoffe, du konntest mit mir futtern. Du konntest deinen Abend mit mir vertreiben. Ich hoffe, du konntest mit mir einschlafen. Ich hoffe, du konntest mit mir aufs Klo gehen. Was auch immer du jetzt gemacht hast in dieser vollen Stunde, weil das Video läuft sicher eine volle Stunde. Ich habe keine Ahnung, wann du dir dieses Video anschaust. Sollte es tagsüber sein, wünsche ich dir einen sehr monumentalen, einen sehr erfolgreichen und einen sehr gesunden Tag. Schiveli. Sibeli. Sollte es abends sein oder kurz vorm Schlafen gehen, wünsche ich dir einen monumentalen Abend, monumentale Träume. Und ja, wir sehen uns sehr bald beim nächsten Video wieder. Bye.